Sie möchten an einer Adobe Connect Veranstaltung des IQSH teilnehmen. Dazu haben Sie entweder einen Link zugeschickt bekommen oder Sie finden ihn in einer Veranstaltungsbeschreibung im Buchungssystem Formix. Auf diesen Link klicken Sie ganz einfach drauf. Dann landen Sie auf der Anmeldeoberfläche von Adobe Connect. Hier geben Sie Ihren Namen ein. Sie melden sich als Gast an, dann benötigen Sie keinen Benutzernamen und Kennwort, sondern einfach nur Ihren Namen. Betreten Sie den Raum. Und wenn Sie die App, die Anwendung, das Programm Adobe Connect bereits auf dem Rechner haben, dann wird sich automatisch die Anwendung auch öffnen. Es kann sein, dass Sie nicht die Anwendung auf dem Rechner haben. Dann landen Sie auf dieser Internetseite und werden dann im Browser in den Raum weitergeleitet. Ich mache das hier einmal auf. Im Browser fortfahren. Dann öffnet sich der Raum. Es sieht im Wesentlichen genauso aus wie vorher, nur dass Sie hier oben noch die Adresszeile sehen. https://connect-iqsh.de/musterfrau und ein bisschen was dahinter. Eine Teilnahme im Browser geht, aber sie ist nicht wirklich zu empfehlen, einfach weil die Verbindungsqualität oft nicht so gut ist oder auch die Tonqualität, falls Sie selber sprechen sollen. In diesem Fall, wenn Sie im Browser gelandet sind, haben Sie die Möglichkeit, das nachträglich noch zu ändern. Sie klicken auf das kleine Fragezeichen und wählen dann aus zur Desktop-Anwendung wechseln. Je nachdem, ob Sie sie schon auf dem Rechner haben oder nicht, können Sie sie dann entweder sofort starten oder erst einmal herunterladen. Ich empfehle die Nutzung der Desktop-Anwendung auf jeden Fall. Ich starte. Und dann bin ich als Teilnehmerin im Raum. Im Moment kann ich weder meine Kamera noch mein Mikrofon verbinden, denn ich sehe das hier oben in der blauen Zeile. Da gibt es nur eine kleine Hand als Symbol, dass ich mich melden kann, aber es gibt kein Kamerasymbol und kein Mikrofonsymbol. In so einem Fall kann ich in den Chat schreiben, das geht immer. Wenn von Veranstalterseite freigegeben ist, dass Mikrofone und Kameras genutzt werden dürfen von Teilnehmern, dann sieht es auf der Oberfläche so aus, dass hier das Lautsprechersymbol ist, das Mikrofonsymbol und ein Kamerasymbol. Das Kamerasymbol können Sie einfach anklicken, müssen dann unter Umständen noch einmal auf Freigabe starten klicken und sind dann im Raum zu sehen. Sie können Ihr Bild auf Pause schalten oder Sie können Ihre Kamera auch wieder ganz ausschalten, indem Sie auf den kleinen Dropdown-Pfeil neben der Kamera klicken und sagen Webcam schließen. Das Mikrofon verbinden Sie entweder ganz einfach mit einem Klick auf das Mikrofonsymbol. Dann steht da, Mikrofon wurde angeschlossen und in der Regel sollten Sie dann schon im Raum zu hören sein. Es kann sein, dass Sie mehrere Mikrofone zur Verfügung haben, beispielsweise ein Headset und ein eingebautes Mikrofon. In diesem Fall ist es sinnvoll, auf den kleinen Dropdown-Pfeil neben dem Mikrofonsymbol zu klicken und unter Mikrofon auswählen, einmal zu schauen, ob das richtige Mikrofon ausgewählt ist. In meinem Fall ist das nicht so. Ich möchte mit dem Kopfhörermikrofon meines Headsets sprechen, aber das Mikrofon Array aus meinem Laptop ist eingeschaltet. Also wechsle ich zu Kopfhörermikrofon. Eine Alternative für die Einstellung des Mikrofons, bei der Sie nichts weiter machen müssen, außer den Anweisungen folgen, ist, Sie klicken auf den Namen des Raumes, in diesem Fall Hanna Musterfrau, und wählen dann aus Lautsprecher und Mikrofon Setup. Dann werden Sie durch mehrere Schritte hindurchgeführt. Zunächst sollen Sie sich anhören, ob Sie einen Ton tatsächlich hören können. So, das klappt.
Dann klicke ich auf Weiter. Ich teste das Mikrofon, indem ich einen Satz spreche, also irgendetwas erzähle, und schon reicht es. Ich klicke hier auf Aufzeichnung beenden und prüfe, ob ich tatsächlich aufgezeichnet wurde. Ich einen Satz spreche, also irgendetwas erzähle, und schon reicht es. Ich klicke. Offensichtlich hat es geklappt mit der Aufnahme, und genau dies ist die Tonqualität, mit der man auch dann im Raum von allen anderen zu hören ist. Das heißt, wenn es in diesem Moment gut klingt, dann müssen Sie sich keine weiteren Sorgen machen. Ich klicke auf Fertig und mein Mikrofon ist verbunden. Das letzte Symbol, was Sie hier in der dunklen Zeile sehen, ist die kleine Hand, mit der man sich entweder melden kann. Wenn Sie da draufklicken, erscheint neben Ihrem Namen ebenfalls eine kleine Hand und die Veranstalterin der Veranstalter erhält die Information, Petra hat sich gemeldet. Wenn Sie neben dem Handsymbol auf den kleinen Dropdown-Pfeil klicken, sehen Sie noch weitere Möglichkeiten, mit dem Veranstalter, der Veranstalterin in Kontakt zu treten. Zum Beispiel können Sie lachen, wenn Ihnen etwas gut gefallen hat. Sie können mit Daumen hoch oder Daumen runter Ihre Zustimmung zu einer Aussage oder Ihre Ablehnung dieser Aussage kundtun. Oder Sie können anzeigen, dass Sie einmal kurz den Meetingraum verlassen. In diesem Fall wird Ihr Mikrofon stumm geschaltet und Sie können kurz an die Tür gehen oder was auch immer gerade anstand. Durch erneutes Anklicken des Symbols, das hier gerade erscheint, wird es rückgängig gemacht. Also, wenn Sie in den Raum kommen und Sie sehen nur das Lautsprechersymbol und das Handsymbol, dann hat der Veranstalter, die Veranstalterin gar nicht freigegeben, dass Sie Ihr Mikrofon oder Ihre Kamera verwenden sollen. In dem Moment, wo ein Mikrofonsymbol und vielleicht sogar ein Kamerasymbol zu sehen sind, dürfen Sie beides verwenden. Es ist allerdings empfehlenswert, immer dann, wenn man nicht spricht, das Mikrofon stumm zu schalten. Das erkennen Sie daran, dass hier so ein kleines Parkverbotsschild ist und das Mikrofon ist rot anstelle von grün. Einstellen des Mikrofons unter Name des Raums, Lautsprecher und Mikrofon-Setup und dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.